Elias tut es sehr leid, was er getan hat. Er macht's gerade auch wieder ein bisschen gut. Guck mal, muss er heute nicht arbeiten? Der hat bestimmt hingeschmissen. Ey, das war sowas von klar. Bleib hier. Na, ich brauche erstmal einen Kaffee. Hallo. Hallo. Und, bin ich zu spät? Ist das Kleid neu? Gefällt's dir? Ja, das sieht so umwerfend aus. Danke, ich wollte einen guten Eindruck machen. Ist Elle noch nicht da? Doch, ich bin hier und ich freue mich, dich kennenzulernen, Merle. Sie? Ich war im Gefängnis. Und das erzählst du mir erst jetzt? Ist das ein Problem? Ehrlich gesagt, ja. The morning painted by the sun and it's in my eyes and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn and a restless sky and a restless sky. This is my life. Von dir. Warum denn verarscht? Das hättest du mir früher erzählen müssen. Wer hat denn behauptet, Geheimnisse wären spannend? Aber doch nicht solche Geheimnisse. Was ist denn dein... Glaubst du, ich bin Verbrecher? Hast du Angst vor mir? Nein. Nein, es geht ums Prinzip, um... Was denn für ein Prinzip? Dass du es hättest früher... Ach, vergiss es. Das ist es jetzt? Vergiss es? Ich muss arbeiten. Na, waren Sie mit Ihrer Sonnenbrille schon in der Notaufnahme? Und Sie, haben Sie zwischendurch ein bisschen Multitasking geübt? Nach hinten winken und nach vorne gucken? Moment mal, wer ist denn mit Tunnelblick aufs Handy um die Ecke gerauscht und voll in mich rein wie so ein gehirnamputierter Teenager? Ach so, deswegen haben Sie mich angeblafft wie so eine Zwölfjährige. Na, mit Freundlichkeit haben Sie es nicht so, ne? Gunther, das soll die Frau sein, die du mir beschrieben hast? Empathisch, eloquent, freundlich? Sehr witzig. Ihr hattet eben einfach einen schlechten Start. Komm, lass gut sein. Ich glaube, das mit dem gemeinsamen Frühstück, das lassen wir heute lieber. Wir sehen uns. Schönen Tag noch. Wünsche ich auch. Tja, ich habe mir das alles ein bisschen anders vorgestellt. Merle. Attraktive Frau. Unverschämt, aber attraktiv. Ja, ihr habt euch eben einfach... auf dem falschen Fuß erwischt. Bitte. Tja, schade, dumm gelaufen. Du, Gunther, willst du nicht doch schon morgen mit mir zusammen nach Costa Rica fliegen, bitte? Aber wir waren uns doch einig. Ich komme nach, sobald ich kann. Ich ertrage die lange Flugzeit einfach besser, wenn du bei mir bist. Das verstehe ich, aber ich habe hier wirklich noch einiges zu erledigen. Ach, dann leg halt mal einen Zahn zu. Ach, glaubst du, der Konflikt zwischen Karl und Herrn Böttcher, der lässt sich einfach wegreden? Das braucht Zeit. Eben, Zeit. Wir haben schon so viel gemeinsame Zeit miteinander verpasst. Ich will nicht schon wieder so lange ohne dich sein. Ich gebe mein Bestes. Aber Buch noch nicht. Hey! Was machst du denn hier? Ich muss mit dir reden. Jetzt? Mitten in der Arbeit? Ja, ja, meine Mutter ist zu lange in der Wäscherei, keine Sorge. Elias hat den Job im Carlos hingeschmissen. Was? Wieso das denn jetzt? Ja, das würde ich auch gern wissen. Aber ich kann ihn nicht erreichen, die ganze Zeit nur seine Mailbox. Okay, das ist also erstmal nur eine Vermutung von dir. Oh, er ist mit Handy vor der Nase aus dem Carlos gekommen und das mitten während seiner Arbeitszeit und sah nicht glücklich dabei aus. Das klingt nicht gut, ja, aber... und jetzt telefoniert er wieder bestimmt stundenlang mit dieser Celeste. Was anderes interessiert ihn ja nicht. Dass wir jeden Cent blochen, weil er uns reingerissen hat, hat er schon wieder vergessen. Jetzt wart doch erstmal ab. Wir wissen doch noch gar nicht wirklich, was los ist. Ich habe einfach nur Angst, dass er Mist baut. Seit er mit diesem Mädchen zusammen ist... Ja, du hast ja recht, es geht uns nichts an. Ich habe nichts gesagt, aber ja. Ich will ja auch gar nicht die Schuld geben. Ist aber einfacher. Okay, also dir scheint es ja besser zu gehen. Kann ich dann weitermachen? Ja,
Ich komme noch immer nicht damit klar, dass er unser Geld verzockt hat. Oh. Wir warten auf Sie in der 123. Oder gibt's hier ein Problem? Achso, nein, Entschuldigung. Meine Schuld, ich habe Sie abgelenkt. Die Kinder. Wir reden später, ja? Mhm. Da bin ich wieder. Können Sie weiterarbeiten? Ja. Gut, dann bringen Sie diesen Kaffee bitte zu der Dame an den Tisch. Ja, ich möchte mich hier vorne nämlich eigentlich gar nicht wirklich blicken lassen. Ich habe wieder mit Celeste geredet. Und sie war so kalt zu mir. Also es hat wirklich wehgetan, ganz tief im Herzen. Ich meine, ich weiß, ich bin schuld. Ich will Sie jetzt auch nicht mit Details belästigen, aber es war einfach... Dann lassen Sie es, bitte. Tut mir leid. Tut mir leid. Heute ist einfach nicht mein Tag. Wissen Sie, meine Freundin hat mich heute verlassen. Per SMS. Können Sie sich das vorstellen? Nach Jahren Beziehung... Herr Kilic. Entschuldigung. Das geht so nicht. Bitte entlassen Sie mich nicht. Ich brauche diesen Job. Ich werde Sie nicht entlassen. Aber ich werde Sie aus dem Service rausnehmen. Also Sie machen andere Arbeiten. Keller, Wäsche, sowas. Also. Danke. Danke, wirklich. Mhm. Der Job bedeutet mir sehr viel. Ich mache das für meine Familie. Ja, folgen Sie mir. Eigentlich ist das ein Thema für meine Frauenärztin, aber sie ist gerade im Urlaub und sie kennen meine derzeitige Situation und ja, Simons Diagnose und ich vertraue Ihnen, Frau Berner. Es ist schön. Kommen Sie rein. Danke. Ja, bitte. Ich möchte gern wieder die Pille nehmen. Dafür brauche ich den Rezept. Ja, und wollen Sie ein neues Präparat haben? Nee, die alte, die habe ich sehr gut vertragen. Okay. Ich nehme an, es war eine Minipille? Ja, die hier. Ah ja. Ja, das Produkt vertragen die meisten gut. Ich habe die Pille abgesetzt, weil ich ein Kind wollte. Das haben wir noch mit Simon entschieden. Aber jetzt... Es ist Ihr Körper und Ihre Entscheidung. Ich hoffe nur, dass Sie jemanden zum Reden haben. Ich habe versucht, mit Simon zu reden. Aber gerade ist alles so schwierig. Aber er wird damit klarkommen. Er wollte eigentlich gar kein Kind. Also, er war damit einverstanden. Ich war diejenige, die so schnell wie möglich eine Familie gründen wollte. Vor Simons Diagnose. Aber Sie haben auch gesagt, dass wir uns Zeit lassen sollen, oder? Ja, ich denke, dass das richtig ist. Aber Offenheit ist auch wichtig. Ich weiß, dass das gerade schwer für Sie ist. Also, das Angebot steht. Bitte kommen Sie jederzeit zu mir, wenn irgendwas ist. Dankeschön. Hey. Entschuldige bitte, dass ich hier so reinplatze. Hast du mal kurz? Ja, klar. Carla, mal ganz unter uns. Julius und du, also Herr Böttcher und du, ist das immer noch so ein Drama? Wir haben uns zusammengerauft. Also, man kann mit ihm gut streiten, aber nein, es ist kein Drama mehr. Wieso? Wusste ich's doch. Ja, weil Gunther nach wie vor ein Riesending daraus macht. Ja, du weißt doch, wie schwer es ihm fällt, das Hotel loszulassen. Mich loszulassen fällt ihm leider nicht besonders schwer. Wirklich, er hatte kein Problem damit, dass ich morgen alleine nach Costa Rica fliege. Das ist doch Quatsch. Er ist so glücklich, dass ihr euch endlich wiedergefunden habt. Ist das so? Sag mal, was ist los mit dir? Es ist albern. Was? Hast du mitbekommen, dass dieser Elf von Straten wieder in der Stadt ist? Bist du eifersüchtig? Nein, ich wundere mich nur, was er an ihr findet. Du bist eifersüchtig? Ich sag doch, es ist albern. Es zeigt doch nur, wie wichtig dir Gunther ist. Und ja, Elle von Straten ist wirklich eine wundervolle Frau. Und intelligent,
schlagfertig und sehr attraktiv. Das war nicht zu übersehen. Und jetzt denkst du, wenn er ein paar Tage ohne dich ist, kann er ihr nicht mehr widerstehen. Genau jetzt, wo er nur davon redet, dass er angekommen ist, dass er glücklich ist und dass er dich liebt, Merle. Ich sag doch, es ist albern. Ja, es ist albern. Nimmst mich mal in den Arm? Ja. Oh. Danke dir. Na, wenn du deinen Kaffee kalt werden lässt, dann muss es ja ernst sein. Probleme mit deinem Toyboy? Er ist kein Toyboy. Aber er macht Probleme. Ich weiß nicht. Nein. Er hat mir vorhin erzählt, dass er schon mal im Knast war. Was? Warum? Das habe ich ihn gar nicht gefragt. Ja, du kommst nicht für einen Ladendiebstahl ins Gefängnis. Er ist ein Krimineller. Franka, du brauchst nicht schon wieder so einen Typen in deinem Leben. Nur weil er schon mal im Gefängnis war, heißt das lange nicht, dass er immer noch kriminell ist. Ja, Hauke konntest du dir auch nicht vorstellen, Hauke? Dass er kriminell ist. Hauke ist eine ganz andere Nummer als Marvin. Ja, mit dem hast du zusammen gewohnt. Den hast du geliebt. Und dann ist dir die ganze Sache um die Ohren geflogen. Wochenlang habe ich dein zerbrochenes Herz zusammengefegt. Geht es jetzt um dich? Nee, aber ich lasse nicht zu, dass dir noch mal jemand so wehtut. Und jetzt mal ehrlich. Gefängnis? Lass die Finger davon. Ich habe ihm nicht mal die Chance gegeben, es mir zu erklären. Ich muss noch mal mit ihm sprechen. Franka? Er ist nicht wie Hauke. Ich weiß, du hast es nur gut gemeint, aber du darfst einem Patienten wirklich nicht versprechen, dass seine OP auf jeden Fall gut werden wird. Es kann immer irgendwas schiefgehen, das darfst du echt nicht machen. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Ich war einfach nicht ganz bei der Sache. Es kommt nicht wieder vor, okay? Kein Drama. Manchmal, da kann es auch unprofessionell sein, wenn man den Dingen keinen Raum gibt. Soll heißen? Ja, also manchmal macht es einfach Sinn, auch ein bisschen Dampf abzulassen. Einfach, damit man sich hinterher wieder besser auf die Arbeit konzentrieren kann. Also, ich meine nur, wenn du mal reden willst. So wirklich jetzt nur unter Kollegen, dann immer gerne. Ah, hallo. Hallo. Ich suche mein Ladekabel. Es müsste eigentlich hier irgendwo. Das ist das hier? Ja. Aha, ja. Dankeschön. Gerne. Also, bis später. Also, wie gesagt, wenn... Danke. Aber das Gleiche gilt natürlich auch andersrum, ne? Also, wenn du mal reden willst. Jederzeit. Hi, musst du gar nicht arbeiten? Erst heute Nachmittag. Oh, ja, dann haben wir heute Morgen wahrscheinlich aneinander vorbeigeredet. Kein Problem. Machst du Steuern? Ja, meine Lieblingsbeschäftigung. Störe ich dich? Nee, gar nicht. Ach so, wolltest du was machen? Eine Kleinigkeit zu essen, aber wenn du lieber Steuern machst, dann... Ja, ich mach lieber Steuern, als mich mit dir zu beschäftigen. Das machst du nicht. Oh, schön. Das ist die Pille. Willst du wieder verhüten? Das haben wir doch besprochen, Simon. Kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Das Einzige, was wir besprochen haben, war, dass du kein Kind mit mir möchtest. Ich habe dir gesagt, das fühlt sich im Moment nicht richtig an. Ach so. Die Buchungsmaske ist jetzt
übersichtlicher gestaltet. Also machen Sie sich damit vertraut. Ende der Woche findet auch noch eine Einführung statt. Und melden Sie sich dafür bitte an. Und ja, sagen Sie den anderen Kollegen auch Bescheid. Demnächst werde ich in Costa Rica sein und Herr Patti hat schon genug um die Ohren. Mach ich. Danke sehr. Na, hattet ihr wenigstens ein schönes Frühstück? Es fand gar nicht statt. Aber meinetwegen? Nein, aber Merle und ich, wir wollen nach Costa Rica fliegen, aber ich kann hier im Moment nicht weg. Ach so, wegen heute Morgen. Es tut mir leid, also Merle ist normalerweise nicht so aufbrausend. Du hast geahnt, dass sie es war, mit der ich zusammengestoßen bin, oder? Schade, dass es so gelaufen ist. Aber ich glaube, dass Merle und du, dass ihr euch wirklich gut verstehen würdet. Na, dann machen wir doch einfach einen zweiten Versuch. Irgendwann. Wann seid ihr denn wieder da? Ja, wieso das denn? Gunther? Entschuldige, aber mir schwirren gerade 1000 Gedanken durch den Kopf. Aber warum denn? Dein Hotel läuft doch super. Die Stimmung ist gut, Gäste sind zufrieden und vor allem hast du richtig gutes Personal. Also warum stresst denn du dich so? Ich kann ja nicht weg, solange sich die beiden für das Hotel wichtigsten Mitarbeiter permanent streiten. Seine Freundin hat sich von ihm per SMS getrennt. Oh, das ist schlimm. Ich meine, er liegt den ganzen Tag rum wie Falschgeld. Ich muss ihn aus dem Service nehmen und dann habe ich ihn mit anderen Aufgaben betraut. Okay, das kann ich verstehen. Aber jetzt haben wir eine Servicekraft zu wenig. Ann-Kathrin schafft das. Und danke für die Aufklärung. Ein MS-Medikament? Verträgst du sie immer noch gut? Ja. Ich muss hier immer weitermachen. Das Steuer vom letzten Jahr geht alles noch, aber dieses Jahr wird wirklich schwierig. Durch den Verkauf von Fernando komme ich in ganz neue Steuerbereiche. Simon, die Steuern sind mir gerade ziemlich egal. Ja, alles klar. Alles klar. Ich meine, du bist ins Bad geflüchtet eben. Ich habe damit nichts erreicht. Ja, ich bin geflüchtet, aber ich muss doch... Scheiße. Ich weiß, ich vermeide das Thema. Aber es ist sehr kompliziert, Simon. Mhm. Erzähl mir was Neues. Verstehst du denn gar nicht, warum ich gerade nicht an Kinder denken kann? Ich kann oder nicht will. Was soll das heißen? Ich bin doch nicht blöd. Ich weiß, wie sehr du Kinder möchtest. Und dass du es jetzt auf einmal nicht mehr möchtest, dass... Du willst keine Kinder mit mir, weil ich krank bin, oder? Nein, Simon, nein. Ich liebe dich. Ich will auch eine Familie mit dir. Aber nicht jetzt. Ja, aber warum nicht jetzt? Wir wissen erst seit ein paar Wochen, dass du MS hast. Okay, worauf willst du warten? Willst du darauf warten, dass gar nichts mehr geht? Mann, Delay, so ein Kind, das kommt doch nicht von heute auf morgen. Das fällt nicht vom Himmel. Und ich will, dass mein Kind mich so erlebt, wie ich jetzt bin. Simon, aber dann lass uns doch erstmal die Hochzeit nachholen. Gemeinsam unsere Gefühle und Gedanken sortieren, hm? Was willst du da sortieren? Was willst du sortieren? Ich habe MS. Da gibt's überhaupt nichts zu sortieren. Es kann sein, dass wir 20, 25 Jahre glücklich weiterleben. Es kann aber auch sein, dass ich morgen einen fetten Schub bekomme. Da gibt es nichts zu sortieren. Ich weiß wirklich nicht, woher du diese Klarheit nimmst. Ich bin gerade total verwirrt, durcheinander und überfordert, Simon. Hey, ihr zwei. Hi. Müsst ihr nicht arbeiten? Nee, aber ich müsste noch mal ganz dringend weg wegen der Steuer. Wir sprechen einfach nachher dann, ja? Ist alles okay zwischen euch? Moin. Hallo. Ey, dass du dich überhaupt noch hierher traust. Was? Weißt du, wie oft ich dich angerufen habe? Ich war beschäftigt. Was denn los? Ja, ey, du schaffst es nicht mal, einen Tag lang deinen Beitrag zu leisten zu dem Mist, den du uns eingeblockt hast. Was redest du da? Nee, ich hab dich gesehen. Du warst nicht auf der Arbeit.
Offensichtlich hast du gekündigt. Aber warum soll ich dann die Wäsche vom Carlos vorbeibringen? Du bist Kellner. Ja, und ab und zu kriege ich andere Aufgaben, Baba. Du hast nicht gekündigt? Nein. Warum läufst du dann draußen rum, telefonierst den ganzen Tag und rufst mich nicht zurück? Heute ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Celeste hat mich verlassen. Ach so. Ach so? Mehr fällt dir jetzt dazu nicht ein? Nein, Elias, sorry. Nein, aber lass gut sein. Du kannst eh nie was mit ihr anfangen. Nein, Elias! Ja, lass es sein. Meine Güte, jetzt war ich schon in zwei Läden und überall waren die Salzpralinen ausverkauft. Ich habe Udo hoch und heilig versprochen, welche mitzubringen. Dann lass uns den Flug verschieben. Wegen der Salzpralinen? In ein paar Tagen sind die Regale wieder voll. Netter Versuch. Aber ich denke, ich werde heute noch fündig. Gibt noch andere Läden in Lüneburg. Was aber mir wäre, es ganz recht, ein paar Tage zu bleiben. Denn der Konflikt zwischen Carla und Herrn Börzi, das ist noch lange nicht ausgestanden. Gunther, bitte. Wenn ich mich daran erinnere, wie oft du dich mit Frau Fährmann, Carla, David oder wem auch immer gestritten hast, dann würde ich sagen, Julius ist angekommen. Im Ernst, Konflikte gehören zum Arbeitsprozess dazu. Das sind erwachsene Menschen, die haben das im Griff. Und du lässt jetzt gefälligst mal los. Ich war vorhin noch mal im Internet. Also ein Platz auf dem Flug morgen wäre noch frei. Merle, ich freue mich auf Costa Rica mit dir und wir bleiben auch so lange du möchtest. Aber ich würde gerne vorher noch meinen Gesundheitscheck machen. Naja, nichts gegen die Ärzte in Costa Rica, aber schon aufgrund der Sprachbarrieren wäre es doch hier viel einfacher. Das verstehst du doch. Habe ich eine Wahl? Okay, weißt du was? Ich mach's. Nein, ich mach's. Ich mach's sogar gern. Vielleicht nicht schlecht, dann krieg ich den Kopf frei. Und vielleicht ganz gut, wenn ich Lüneburg für eine Zeit verlasse. Der Lieferservice kann für den Zeitraum von einem meiner Fahrer übernommen werden. Das ist kein Problem. Nein, das haut hin. Okay, Paps. Ja, ich leg jetzt auch auf. Grüß Annette und sag Stevie Hallo. Und sag es ihm genauso. Nein, frag nicht, er wird's verstehen. Okay, ciao. Du willst weg? Ich denke, du bist frisch verliebt. Jetzt schon erste Wolken am Himmel. Eli. Ich weiß ja, dass Leute mit gemischten Gefühlen auf meine Gefängniszeit reagieren. Nur habe ich gedacht, dass Franka anders reagiert. Weißt du, sie ist so eine coole Frau. Irgendwie habe ich gehofft, dass sie glaubt, dass man sich ändern kann. Tut sie das nicht? Anscheinend nicht. Wie sie mich angeguckt hat, sie war so schockiert. Ich kann es ihr nicht mal verübeln. Egal, weißt du, ich freue mich auf Stevie und Annette und aufs Meer und das mit dem Kochen, das kriege ich auch schon irgendwie hin. Papa bereitet so viel vor, dass ich das nur noch auftauen muss und aufwärmen muss. Also. Hast du mir nicht gesagt, dir brennt sogar Wasser an? Das habe ich gesagt, ja, aber ich meine, ich habe monatelang die Fischbude geschmissen. Ach, aber wenn du ein paar Rezepte hast, Zeit hast, dann kannst du mir die gerne geben. Ich kann nur Kohlrouladen. Außerdem muss ich jetzt los. Eli, warte noch mal kurz. Willst du mir wirklich nicht erzählen, was zwischen dir und Simon los ist? Ich kann nicht. Bis später. Hier steckst du. Hier, für die Kochuniform. Kannst du Freitag abholen. Sonst noch was? Es tut mir leid.
dass ich dich gerade grundlos angemacht habe. Aber ich dachte wirklich, du hast hingeschmissen. Ja, und das mit Celeste, das tut mir natürlich auch leid. Warum hat sie denn Schluss gemacht? Wieso denn immer Schluss gemacht? Baba, ich bin keine 15. Ich wollte die Frau heiraten. Ja, das wissen wir alle. Ist das jetzt echt durch? Willst du nicht um sie kämpfen? Ich hab's verbockt, ja? Ich hab's verbockt. Wieso? Sie hat eine alte Schulfreundin von mir kennengelernt, Lara. Zufällig durch Freunde und die... Es war einfach nur ein Desaster, ja? Sie trennt sich von dir wegen einer Ex aus deiner Schulzeit? Nein, Baba, sie ist keine Ex-Freundin. Aber Lara weiß, dass ich kein Anlageberater bin und dass ich keine reichen Eltern habe. Du hast Celeste was vorgemacht und bist jetzt damit aufgeflogen? Es tut trotzdem weh, Baba. Ja, aber ich soll dich jetzt trösten, weil du dich für deine Familie geschämt hast und das nach hinten losgegangen ist? Nein, du sollst einfach nur für mich da sein, weil du mein Vater bist. Vergiss es. Jetzt tu bloß nicht so, Franke, als könnte ich dir noch was beibringen. Wer solche Gestecke macht wie du, der kann ja wohl auch Sträuße binden. Ein Gesteck ist für mich ein architektonisches Gebilde. Ein Blumenstrauß ist ein Blumenstrauß. Ah, du gibst es also zu. Es geht dir nicht ums Können. Du hast einfach keine Lust. Wie gesagt, Franka, unterschätzt nicht, wie wichtig die Sträuße fürs Geschäft sind. Du wiederholst dich. Guten Tag. Guten Tag. Einen Moment bitte. Ich muss mich dringend mit einem Steinsetzer treffen, der für mein Projekt. Der kann aber nur nächste Woche oder jetzt. Entschuldige bitte, was? Der Mann ist viel gefragt und gerade in Innenstadt. Kannst du mich bitte kurz vertreten? Ja, natürlich, Zischop. Danke. Übrigens, schickes Kleid. Danke. Also, meine Kollegin kümmert sich um Sie, aber bei ihr sind Sie in den besten Händen. Hm. Beste Hände. Ich hoffe, meine Kollegin hat da nicht zu viel versprochen. Naja, solange Sie nicht mit dem Fahrrad unterwegs sind, habe ich auch keine Angst. Müssen Sie auch nicht. Sie haben ja kein Handy in der Hand. Und? Was kann ich für Sie tun? Naja, also so einen Strauß nehme ich auf jeden Fall nachher noch mit. Aber momentan möchte ich mich einfach mit Ihnen versöhnen. Haben wir das nicht gerade gemacht? Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Frau von Straten. Frau van Loon? Ach, schön. Ist wirklich toll zu sehen, wie glücklich Gunther ist. Der ist wie ausgewechselt, wenn Sie in seiner Nähe sind. Ach was, ist das so? Mhm. Setzen wir uns doch. Ja, gerne. Aber warum zögert Gunther dann seine Abreise mit mir Tag für Tag weiter hinaus? Na, ich schätze mal, weil es ihm schwerfällt, das Hotel loszulassen. Kann man ja auch verstehen. Ja, natürlich. Ich habe auch sehr darum gekämpft, den Laden in gute Hände zu kriegen. Mhm. Aber Gunther hat gute Leute und er kann trotzdem nicht loslassen. Vielleicht kann ich ja helfen. Wir finden dein Fahrrad, okay? Hallo Oma, einen Moment noch, ja? Ja. Wir melden uns bei Ihnen. Erstmal alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, jetzt. Ich hoffe, du bist nicht auch hier, weil jemand deinem Kind das Fahrrad geklaut hat. Nein. Ich wollte dir Vitamine mitbringen. Danke Ihnen darum. Für Menschen, die Kinderfahrräder von Grundschulen klauen, sollte es einen besonderen Platz in der Hölle geben, Oma. Wirklich. Delay. Hm. Geht es dir gut? Ja, alles gut. Perfekt. Wie geht es ihm? Geht es ihm schlechter? Nein, es ist... Es ist so schwierig, mit ihm zu reden, Oma. Ich krieg den Kopf nicht frei. Ich meine, du kennst mich. Ich brauche einen Plan im Gegensatz zu Simon. Ich weiß, aber jeder geht anders mit einer Krise um, Delay. Ja, das merke ich. Und dazu kommt noch, dass ich ihn wegen seiner Krankheit ihn stressen will. Aber das Thema ist nun mal stressig, Oma. Ich weiß. Und? Wie kann ich dir helfen? Eine Liste? Gut. Wir machen eine Liste. Jetzt? Na ja. Ist doch nichts los hier.
Aber Oma, ich muss doch arbeiten. Ja, na, und dann machst du eben eine Pause. Du musst doch hier irgendwo einen Raum geben. Oma! Ja, hallo. Machen Sie mal auf. Danke. Kannst du vielleicht kurz übernehmen? Ja, sehr gerne. Super, ich danke dir. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Ja, bitte. Dankeschön. Entschuldigung. Ach, der Lieferservice rein. Hi. Können Sie halt bei meiner Kollegin bestellen? Ich bin heute nur Reserve. Kleine Lebenskrise. Alter, nenn mich Marvin. Marvin Köpke. Du, ich will gar nichts bestellen. Ich wollte zu Frau Sarah Varkus. Mhm. Ist sie da? Wahrscheinlich in der Küche. Kann ich zu ihr? Jetzt dürfen wir nicht rein. Ich bin mit ihr befreundet. Ich glaube, das geht in Ordnung. Ich kann sie ja mal fragen. Gut. Vielen Dank. Ja. Soll ich? Hast du einen Moment? Ich muss mich bei dir entschuldigen, wegen vorhin. Wenn man sowas von sich preisgibt, dann ist das mutig und zeigt von Vertrauen. Und, oh, boah, ich war so bescheuert. Es tut mir leid. Ist das nach wie vor ein Problem für dich? Weswegen hast du denn gesessen? Also, wenn ich fragen darf. Ich habe mit ein paar anderen Jungs eine Tankstelle überfallen. Das ist natürlich schiefgelaufen. Es wurde auch jemand verletzt und das werde ich mir niemals verzeihen. Das war der größte Fehler meines Lebens, aber ich habe daraus gelernt. Und seitdem bin ich sauber. Und das bleibe ich auch. Das glaube ich dir. Und ich hätte dir gleich glauben sollen. Und so von gleich. Ich war ehrlich und es wäre schön, wenn du mir auch alles über dich erzählst. Zimmer 2, 3, 2. Vielen alles Dank. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich Herrn Klitsch nach Hause geschickt habe. Er stand so neben sich. Alles klar, danke für die Information. Ja. Entschuldigung, kann ich Sie beide wohl gerade mal kurz sprechen? Ja, wie Sie vielleicht wissen, gebe ich ja Coachings und ich habe auch schon mal eins hier im Hotel gegeben. Das hat Herr Fleckenschild bereits berichtet, ja. Ja, und ich würde Ihnen jetzt gerne ein weiteres anbieten, und zwar zur Verbesserung der Kommunikation. Für unser Personal? Nö, Ihnen beiden. Kommt das von Gunther? Nein, nicht direkt. Vielen Dank, Frau von Straten. Aber dafür haben wir im Moment kein Budget. Oh, darüber machen Sie sich mal keine Gedanken. Wollen Sie sich vor uns beweisen? Das haben Sie doch gar nicht nötig. Oder geht es gar nicht um uns? Also es ist Ihnen vielleicht nicht entgangen, dass Herr Flickenschild in letzter Zeit sich etwas schwer tut, die Hotelleitung abzugeben. Hm? Ja, das ist mir natürlich aufgefallen. Gunther steht sich selbst im Weg. Also eigentlich könnte er jetzt mit Merle in den Sonnenuntergang reiten. Schwimmen, fliegen, was auch immer. Genau. Mhm. Ja. Hm? Ah, ein Showcoaching für einen guten Zweck. Ja, Gunther wird erst abreißen, wenn er weiß, dass wir beide uns verstehen. Exakt. Gut. Wollen wir gleich gucken, wenn wir Zeit finden? Ja. Ja. Ich muss gleich mit deinem Kollegen auf Streife gehen, Oma. Mhm. Aber wir haben doch alle möglichen Szenarien aufgeschrieben, oder? Naja, wir haben keine Glaskugel, aber auf der Liste steht alles, was möglich wäre. Geht es dir denn jetzt besser damit? Ja, also mein Gedankenkarussell wird langsamer, Oma. Ja. Aber wahrscheinlich wird es nicht so schnell anhalten. Ich weiß. Aber es wird leichter, mit Simon zu reden, wenn die Dinge klarer sind, Oma. Es kann aber auch sein, dass er etwas ganz anderes braucht. Ach, warum bist du eigentlich hergekommen? Gab's einen Grund? Nee. Ich wollte für dich da sein. Na, mein Großer,
Celeste hat per SMS mit dir Schluss gemacht. Das ist wirklich... Wieso denn immer Schluss gemacht? Meine Mama, ihr behandelt mich wie ein Teenager. Was? Die Frau, die ich liebe, die mich glücklich macht, die ich heiraten wollte. Sie hat mich verlassen. Das ist passiert. Und das tut mir so leid. Und Baba, es ist scheißegal. Der freut sich bestimmt noch. Das ist doch Unsinn. Nein, Mama. Ich hab's ihm angesehen. Er hat gegrinst. Elias. War klar, dass du zu ihm hältst. Okay, Celeste hat dich verletzt, aber das ist noch lange kein Grund, hier um dich zu schlagen. Papa liebt dich und er macht sich Sorgen. Mama, die einzige Sorge, die er hatte, war, dass ich den Job verliere. Du hättest sie mal hören sollen. Da sage ich ihm, dass Celeste mich verlassen hat und das Einzige, was ihm dazu einfällt, ist, ach so? Mann, er nimmt mich nicht ernst. Mann, ich bin ein erwachsener Mann! Ich fahr zurück nach Köln. Da kein Bock mehr drauf. Ach, Elias, das ist übertrieben. Wir reden heute Abend mit Baba und dann wird Nein, alles... Nein, vergiss es. Ich hau ab. Ich dachte, das wäre es mit uns gewesen. Das wollte ich nicht. Okay. Dann erzähle ich dir jetzt mal ein bisschen was von Hauke, damit du verstehst, warum ich so beknackt reagiert habe. Okay. Ich bin ganz Ohr. Also, Hauke war spielsüchtig. Und da tut man einiges, um an Geld zu kommen. Hat er denn irgendwelche krummen Dinge abgezogen, als ihr noch ein Paar wart? Muss ich nicht rangehen. Sicher? Ja, das ist Ute. Eine alte Arbeitskollegin von mir. Und ach, die hat bestimmt wieder irgendwelche unnötigen Fragen. Die kann es mir auch über die Mailbox sprechen. Okay, gut. Also? Also, ich habe bestimmt nicht alles mitbekommen, aber von Scheckbetrug bis hin zu Diebstahl war bei Hauke echt alles dabei. Und hat er denn jemals im Gefängnis gesessen dafür? Nee, leider nicht. Das wäre vielleicht ein Weckruf gewesen. Als du mir erzählt hast, dass du im Gefängnis warst, da sind bei mir einfach 100 Alarmglocken angegangen. Das kann ich verstehen. So laut, dass ich dich gar nicht mehr gehört habe. Und es tut mir leid. Es ist okay. Es ist okay. Ich hoffe nur, dass du mir trotzdem vertrauen kannst. Hallo? Ja? 20 Buchsbäume? Für wann brauchen Sie die denn? Heute? Ja. Das kriegen wir hin. Super. Mailen Sie mir Ihre Adresse? Toll, dann bis später. Ich lasse dich meine teuren Buchsbäume ausliefern. Also, wenn dir das als Vertrauensbeweis nicht reicht, dann wird mir noch was anderes einfallen. Okay. Simon, Marvin. Was ist das? Das ist nicht für dich, Simon. Ja, steht aber mein Name drauf. Und warum stehen da solche Sachen wie
Simon kann nicht mehr laufen, Doppelpunkt. Pflegekraft, Fragezeichen, Ganztagsbetreuung im Heim, Fragezeichen. Das soll nichts mit mir zu tun haben. Das sind mögliche Szenarien, die ich für mich aufgeschrieben habe, Simon. Ganztagsbetreuung. Das ist der absolute Worst Case. Mhm. Aber guck doch mal, da steht auch durchaus Positives. Hier zum Beispiel, hier. Simon, du bist vorhin einfach weggelaufen, mitten im Gespräch. Ja, weil Marvin kam. Das sah für mich nach einer Flucht aus. Wo warst du denn die ganze Zeit? Keine Ahnung, draußen spazieren gehen, frische Luft schnappen, den Kopf frei bekommen. Ja, genau das habe ich auch gemacht, mit dieser Liste. Und jetzt... Mein Kollege wartet unten auf mich. Gib mir bitte. Okay. Okay, dann sag mir, was du über deine Zukunft denkst. Über unsere. Jetzt. Entschuldige bitte, ich bin spät dran. Kein Problem. Was machen wir hier? Ist da jemand ungeduldig? Du hast mich heute schon durch die halbe Stadt gejagt, obwohl ich im Hotel gebraucht werde. Und noch einen Check-up machen musst. Aber nicht jetzt, ich habe überhaupt keinen Termin. Oh doch. Du hast einen Termin für mich gemacht? Nö. Ich habe zufälligerweise Britta in der Stadt getroffen. Frau Dr. Berger. Ich weiß, wer das ist. Und sie hatte doch tatsächlich noch einen Termin frei. Zufälligerweise? Mhm. Ich kann leider nicht. Man könnte allmählich das Gefühl bekommen, du willst gar nicht mit mir abreisen. Sag mal, man könnte allmählich das Gefühl bekommen, dass du mich und meine Probleme nicht ernst nimmst. Niemals. Im Gegenteil, ich sorge mich sehr um deine Gesundheit. Und deshalb gehen wir beide jetzt gemeinsam zum Checker. Es fühlt sich aber genau so an, als würdest du mein Leben planen. Und ich habe dir von Anfang an gesagt, dass ich das nicht will. Dass ich genau das nicht will. Es ist auch respektlos von dir. Simon, das habe ich nicht für dich gemacht. Für mich. Ich brauche das. Strukturen, Optionen, Perspektiven. Ja, aber wozu? Du wirst die Zukunft nicht vorhersehen können. Das kannst du nicht. Das kann niemand da draußen. Zum Glück. Diese Liste war nicht für dich gemacht. Du solltest sie... Entschuldigung, ich habe sie trotzdem gesehen. Mein Kollege fragt, ob ich ins Klo gefallen bin. Und weißt du, was ich an dieser Liste am schlimmsten fand? Und das stand da ohne Fragezeichen. Da steht, Pflegefall ist gleich keine Kinder. Ist ein Fakt. Du willst mich verlassen? Nein, Simon. Nein. Das ist doch Quatsch, Simon. Dila, ich weiß, wie sehr du dir Kinder wünschst. Natürlich wirst du mich verlassen. Ist das die einzige Möglichkeit, diesen Punkt auf meiner Liste zu verstehen? Welche Möglichkeit gibt's noch, ha? Huh? Nicht mal seinen Toast gegessen. Ach, und deswegen bekomme ich den jetzt? Naja, wir müssen sparen. Danke. Aber mal ehrlich, hast du ihn ausgelacht? Nein. Du hast nicht gelacht, als er dir gesagt hat, warum Celeste Schluss gemacht hat? Ich habe vielleicht ganz kurz ein bisschen gegrinst. Mo, er ist von seiner großen Liebe verlassen worden. Weißt du auch warum? Nein, er ist nicht dazu gekommen, mir das zu erzählen, weil er zu sehr damit beschäftigt war, sich über dich aufzuregen. Celeste hat rausbekommen, dass seine Familie nicht zur High Society gehört. Was? Aber das muss sie doch gewusst haben. Anscheinend hat er ihr was vorgemacht. Und auch, dass er Anlageberater ist. Das heißt, sie hat ihn verlassen, weil er sie die ganze Zeit angelogen hat. Und da muss ich eins sagen. Selber schuld. In einer Beziehung ist man ehrlich zueinander. Ja gut, aber... Trotzdem darf er ja trauern. Er hat davon geträumt, sie zu heiraten. Guck mal, Elias will unbedingt zur High Society gehören. Und selbst wenn wir das nicht richtig verstehen, das war sein großer Traum. Und die Liebe zu Celeste war sein Weg. Und jetzt ist alles zerplatzt. Und stattdessen kellnert er hier in Lüneburg und wohnt bei seinen Eltern, die ihn fertig machen, weil er sie um ihr Geld gebracht hat. Wir machen ihn aber nicht fertig. Aber ihm kommt das aber so an. Ein gebrochenes Herz, Scham, eine ungewisse Zukunft. Sollten wir da nicht eher mehr für ihn da sein?
Und sollten nicht auch gerade wir verstehen, was es heißt, wenn ein Traum platzt. So. Für das nächste Mal kannst du dir merken, dass eigentlich nur 19 Buchsbäume in deinen Transporter passen. Und was hast du mit dem 20. gemacht? Ich sagte eigentlich. Aber wenn jemand Lieferungen optimal packen kann, dann bin ich das. Aber Bäume sind keine Milchtüten oder Gurken. Hey, deinen Bäumen geht's gut, okay? Vertrau mir. Sowieso. Ich nehme an, ich soll die Bäume jetzt auch ausliefern? Ja, weil wenn jemand wirklich gut ausliefern kann, dann bist das ja wohl du. Verstehe. Nee, im Ernst, ich kann hier nicht schon wieder weg. Also, du würdest mir einmal mehr den Hintern retten? Den Hintern würde ich jederzeit retten. Weißt du, ich find's auch ohne Geheimnisse sexy mit dir. Ach ja? Ja. Ich meine, klar, mysteriös und geheimnisvoll, das kann schon nett sein. Aber wie schön ist bitte echte Nähe und Vertrauen. Ach, was ist denn heute los? Vielleicht solltest du mit der Ute mal sprechen. Ich mach mich auf den Weg. Bis später. Ja, guten Tag. Ja, nein, Entschuldigung, ich konnte eben nicht rangehen. Nein, ich gehe nicht aus dem Weg, ich arbeite. Natürlich würde ich sehr gerne in Ihrer Krankenversicherung bleiben. Ich werde die Außenstände bezahlen. Zeitnah. Elias! Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Nein. Weil ich nach Köln will? Nein, weil es dir schlecht geht und ich der Grund dafür bin. Nicht der Einzige. Vielleicht, aber ich habe schlimmer gemacht und es tut mir leid. Ich habe mir gerade vorgestellt, deine Mutter hätte mich damals verlassen. Damals, als wir frisch verliebt waren. Als ich sie heiraten wollte. Kinder mit ihr, ein Leben. Und allein diese Vorstellung, die seine theoretische Vorstellung war, als würde ich in einen Abgrund schauen, in ein tiefes, schwarzes Loch. Genauso fühlt sich das an. Und es tut mir unendlich leid, Odin. Ja, ich bin sauer auf dich wegen des Geldes. Und ich verstehe auch nicht, was du von dieser Frau willst, aber das ist unwichtig. Weil du mein Sohn bist. Ich bin immer für dich da. Immer. Ich habe noch gar kein Geld auf dem Konto. Habe ich dir die falsche Nummer geschickt, oder was? Morgen sitzen wir zwei im Flug nach Costa Rica. Willst du noch mal zurück ins Hotel? Tacheles reden mit Carla und Julius? Und danach wird gepackt. Wenn sich keine neue Katastrophe zwischen den beiden anbahnt. Hm? Ich weiß natürlich, dass ich Schulden bei meiner Krankenkasse habe. Deswegen zahlen die auch meine Behandlung nicht mehr. Nein, aber das ist doch noch lange kein Grund, mitten in der Nacht anzurufen. Auch Inkasso-Unternehmen müssen sich an Regeln halten. Die Küche ist immer noch mein Bereich. Nicht so lange das Hotel, die Köche, das Servicepersonal, das Gas, das Wasser und die Waren bezahlt. Wie, unterstellen Sie mir gerade, dass ich Geld unterschlage? Wir müssen immer alles sofort persönlich nehmen. Was hältst du davon? Patientenverfügung. Wollen wir das nicht gleich zusammen machen? Nee, ich muss noch mal ins Hotel.